Das orthodoxe Judentum geht natürlich, wie eigentlich jeder kreationistisch-religiöse Mensch, davon aus, dass jedes Leben von Gott geschaffen ist und dass der Mensch kein Recht hat, es vorzeitig zu beenden oder zu zerstören. Also ist aktive Sterbehilfe etwas, was für orthodoxe Juden nicht in Frage kommt. Es gibt allerdings Situationen, in denen unter Umständen lebenserhaltende oder lebensverlängernde Maßnahmen nicht mehr eingesetzt werden. Also bei einem Patienten, der voraussichtlich letal erkrankt ist, kann man unter Umständen darauf verzichten, das Leiden zu verlängern. Wir reden hier nicht vom aktiven Abschalten von Maschinen zum Beispiel, aber zum Beispiel Therapien oder Medikamente, die letzten Endes Leiden nur verlängern. Dort gibt es auch im orthodoxen Judentum die Auffassung, dass man das nicht unbedingt machen muss. Wenn es um das aktive Abschalten von Maschinen oder aktive Sterbehilfe, wie zum Beispiel Verabreichung von den Medikamenten oder Ähnliches gibt, ist das eine Entscheidung, die das liberale und progressive Judentum natürlich auch unter Begleitung von Seelsorgern oder Rabbinern, aber zum großen Teil in die Verantwortung, in die Hand des Einzelnen, des Individuums liegt. Da gibt es kein generelles Verbot dafür. Das ist eine Möglichkeit, die für den Einzelnen prinzipiell besteht.